So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ich kann euch sagen, so ein Yoke-System ist immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, braucht sehr viel Platz. Ist ein bisschen unpraktisch auf dem Schreibtisch, aber sonst eigentlich ganz nett. So, ich gebe ein bisschen, ihr seht hier die Anzeige Propeller Ground Range, das heißt im Moment haben wir ein bisschen Umkehrschub, das ist bei der Majestic so. Das heißt, ich gebe jetzt ein bisschen Schub, ganz ein bisschen, bis das weggeht. Oder kurz vorm Weggehen ist, weil ich möchte eigentlich nach vorwärts hier aus der Parkposition raus. So, und löse jetzt die... Entschuldigung, wir machen noch ganz kurz den Flight Control Check. Ihr seht es hier unten. Full Right. Ach, Entschuldigung, das geht noch nicht, weil im Moment ist noch die... Ach, vergesse ich immer. So, jetzt. Nein, geht auch nicht. Na toll. Okay, dann machen wir einfach mal das Höhenruder. Das geht. Und das Ruder. Das geht auch. Und das andere ist halt im Moment noch an das Taxi gebunden. Das heißt... So, ich löse jetzt mal die Bremsen. Und wir gehen hier nach rechts raus. Das geht ziemlich schnell vonstatten. Das geht zu schnell. Böses Flugzeug. So. Dann machen wir uns hier auf den Weg Richtung 35. Geben die Flaps auf 10, wie geplant. Ich muss euch gestehen, ist mir gar nicht aufgefallen, da hinten steht tatsächlich die Air Force One. Okay, jetzt hier im Taxi gibt es eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel zu erledigen. Auch nicht ganz.
So, mit dem Autopiloten ist eigentlich alles eingestellt. Von der Departure her gehen wir, wie gesagt, direkt nach rechts weg, in Richtung ersten Wegpunkt. Das Arrival muss ich mir noch genau anschauen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wer sich wundert, warum hier die Bäume so kahl sind, das ist das angenehme Feature von FTX Global, oder sprich jetzt hier von FTX Australia, dass sie natürlich auch selbstverständlich die Jahreszeiten korrekt simulieren. Und in Australien ist jetzt ja bekanntlich langsam der Winter vorbei und es wird Frühling. Also die umgedrehten Jahreszeiten wie bei uns. So, wir nähern uns der Startbahn, das heißt, wir bleiben hier nochmal ganz kurz stehen. So, Control Lock weg, Propeller RPM Maximum. Jaw Damper armed, haben wir TCAS on. Passt. Wir sind soweit für den Takeoff. Das heißt, wir machen hier einen Rolling Takeoff. Und damit ich mehr Leistung habe beim Takeoff, machen wir hier jetzt noch kurz die Bleeds weg. Obwohl ich es nicht unbedingt brauchen würde. Und Entschuldigung, selbstverständlich die Lights, Strobe. Danke, wenn ich euch nicht hätte. Okay, und Rolling Takeoff. One rotate. Positive rate geht ab. So, und dann drehen wir hier gleich nach rechts weg. Flaps eine Stufe rein. Wunderbar. So, 150 Knoten, ich gebe die Flaps jetzt ganz weg. Bin jetzt immer noch manuell am Fliegen, bis ich hier auf der Line im Navigation Display bin. So, 5000 Fuß, das heißt, wir geben die Bleeds wieder rein. Und ich hoffe, ich darf den Yoke jetzt wieder wegmachen.
So, 6000 Fuß. Also ich weiß, das ist in Australien, glaube ich, nicht üblich, aber ich gebe jetzt hier Standard Barometer rein. So. Ist ein bisschen left of track, das heißt, ich korrigiere hier noch ein bisschen. Aber ansonsten passt es ganz gut. Und ich gebe jetzt den Autopiloten rein. Gebe eine Vertical Speed, nein, schon das IAS, Vertical Speed, das ist zu viel, 2000. Gebe ich 700. Und Altitude Select, damit er bei 12.000 automatisch aufhört zu steigen. Und das war es eigentlich schon vom Autopiloten her. Propeller RPM bin ich immer noch auf Maximum, da gehe ich jetzt zurück auf 900, weil wir eigentlich ein relativ leichtes Flugzeug haben und von der Leistung her jetzt hier zum Steigen keine Probleme haben. Und ja, die festen Seatbelts können wir off machen. Und wir geben noch Lateral Nav rein. In Sydney sind wir relativ schnell. Ich habe hier Moment Plan G offen und ich muss hier nur noch, Entschuldigung, das habe ich noch vergessen, ich muss hier natürlich verbinden. So, und ihr seht hier, wir sind jetzt hier in Canberra gestartet und überfliegen jetzt hier diesen See. Und ja, ihr seht, Sydney ist nicht gerade sonderlich weit weg. Also Flugzeit ist eine knappe Stunde vielleicht, nicht mal, glaube ich. So, jetzt gehen wir durch die 10.000 Fuß, das heißt Lights weg. Das Gelbe ist mein Flugzeug. Müsstest du eigentlich sehen. Ah, Entschuldigung. Ja, stimmt. Warum seht ihr das nicht? Das ist komisch. Moment, ich starte das nochmal neu. Das ist witzig. Es gibt es immer wieder. Also Plan G macht leider immer wieder Probleme. Funktioniert immer noch nicht. Moment, ich muss da kurz Plan G neu starten.